Ja, das ist perfekt gelungen. Bin ich sehr zufrieden mit dem guten ersten Schlag. So kann es weitergehen, oder? Hallo und herzlich willkommen hier bei der Hobbygolfer. Mein Name ist Sven Kortmann und heute bin ich im Golfclub Schaumburg in Obernkirchen. Das ist gar nicht so weit weg von Hannover. Also nordrhein-westfälisches, niedersächsisches Grenzgebiet ist das hier. Ein sehr schöner, interessanter Kurs mit zum Teil sehr viel Weitblick. So wird es beworben. Wir werden uns das gleich anschauen. Ich werde es euch dann auch zeigen. Ziel ist heute für mich Break 95. Also ich möchte gerne unter 95 spielen. Der Platz ist mit 71 Schlägen geratet. Aktuell, ja, mein Handicap, wie sage ich es mal, krebst so auf 20.0 rum. Ihr wisst, mein Ziel ist 14,9. Ja, das ist, nachdem die Saison gut gestartet ist, habe ich jetzt so ein bisschen den Faden verloren. Ich habe ein bisschen Schlagflächenkontrollprobleme, aber ich bleibe weiterhin dran. Die Längen und so weiter, das ist alles toll. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich brauche ein bisschen mehr Konstanz, arbeite ich dran. Und wenn es dieses Jahr nichts wird, dann nächstes Jahr. Golf ist so ein tolles Hobby und wir haben alle so viel Spaß daran. Deswegen, wir lassen uns nie entmutigen. Und eben gerade hatte ich auf der Range einen Herr noch getroffen. Dem habe ich ein schönes Spiel gewünscht. Er sagte, ja, die vielen negativen Erlebnisse. Da habe ich gesagt, es gibt nur positive Erlebnisse. Die negativen vergessen wir. Wir denken an diesen einen tollen Schlag. Hat er gelacht und hat gesagt, das ist eigentlich eine gute Einstellung. Das ist mutmaßlich beim Golf die einzig richtige Einstellung. Ich lebe damit ganz gut und jetzt wollen wir mal schauen, was hier heute passiert. Ich stehe hier an Abschlag 1. Ihr seht hinter mir die Hütte an Tier 1. Da ist dann auch das Course Rating und so weiter ausgeschlagen. Macht hier alles einen sehr guten Eindruck, muss ich wirklich sagen. Gut organisiert. Vom Parkplatz aus zum Abschlag muss man so 200 Meter runtergehen. Unten ist dann auch die Driving Range. Ist aber alles toll beschildert. Man findet alles. Das Büro vorne, das Sekretariat ist direkt am Parkplatz gelegen. Direkt daneben dann das Clubhaus. Mit tollen Duschmöglichkeiten und allem. Also bis jetzt der erste Eindruck ist schon mal super. Jetzt müssen wir gucken, ob ich das nach 18 Loch auch noch sage. Bleibt dabei, los geht's. Das folgende Video wird euch präsentiert von golfaktiv.com. Golfaktiv.com, das ist das Online-Versandhaus für den Golfer und die Golferin. Schaut gerne mal rein, in dem Shop findet ihr alles, wirklich alles, was das Golferherz so begehrt. Vom Trolley hin zum Bag, über den Schläger, auch zur Kleidung. Und auch Liebhaber anderer Sportarten werden dort fündig werden. Golfaktiv.com. So, liebe Freunde, das ist hier mit 337 Meter. Ist das ein Par 4, macht nach 190 Metern einen Bogen nach rechts, ist ein Dogleg. Ich möchte jetzt mit dem Eisen 5 den Ball nur vorlegen. Ja, das ist perfekt gelungen. Bin ich sehr zufrieden mit. Guter erster Schlag. So kann es weitergehen, oder? So, der erste Schlag war jetzt schon mal sehr gut gelungen. Ich bin sehr zufrieden. Das war ein guter erster. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir noch an Restlänge auf der Uhr haben. Es geht jetzt hier bergab. 170 Meter. Dann nehme ich nochmal ein Eisen 5, um hier keine super Experimente zu machen und einfach den Ball nur in Position zu bringen da unten. Ja, optimal. Ist knapp am Grün, bin ich super zufrieden. Also ein sehr guter zweiter Schlag. Ist ein guter Start hier auf dem ersten Loch, oder? Ja, liebe Freunde, jetzt seht ihr ihn zum ersten Mal im Einsatz. Meinen Chipper. Ich bin damit total happy. Ich habe jetzt 6 Wochen mit dem Ding gespielt und ich habe das Gefühl, ohne den wäre alles noch viel, viel schlimmer. Jetzt gucken wir mal hier, dass wir hier den dritten Schlag machen. Das sind geschätzt 10 Meter. Das Grün steigt so ein bisschen nach rechts an. Und ja, mit dem Chipper möchte ich jetzt gerne erreichen, dass ich eben halt dieses Gehacke und so weiter aus dem Spiel nehme. Und jetzt werden wir gleich sehen, ob mir das gut gelingt oder nicht.
Genau dafür ist das Ding da. Ihr seht, er liegt fast tot am Stock. Viel besser kann ich das nicht machen. Da bin ich wirklich happy. Es fängt jetzt ein bisschen an zu regnen. Das war jetzt mein dritter. Ich habe jetzt eine super realistische Chance aufs Paar. So, die Situation ist jetzt so, dass wir mit dem Chipper praktisch, ja, ich möchte mal sagen, auf 20 cm hier rangespielt haben. Wie gesagt, das ist genau das. Dafür habe ich diesen Schläger. Und mittlerweile lacht auch keiner mehr, wenn ich ihn benutze, weil alle sehen, das Ding funktioniert halt. Ja, das erste Paar ist in trockenen Tüchern und jetzt fängt es an zu regnen. Furchtbar. So, wir sind auf Bahn 2 angekommen. Es gab so einen kleinen Schauer, den haben wir jetzt ausgesessen die letzten 5 Minuten. Aber jetzt ist das Wetter wieder sehr schön, angenehm. Die Teebox hier ist sehr, sehr hoch. Also der Rasen hier ist sehr, sehr hoch hier. Heute beim gelben Abschlag. 301 Meter lang die Bahn. Und ja, es geht hier eigentlich mehr oder weniger so leicht nach rechts hoch. Aber die Bahn ist grundsätzlich geradeaus. Wir bleiben beim Eisen 5 und bemühen uns, den Ball geradeaus zu spielen. Ja, das ist ordentlich. Bin ich gar nicht unzufrieden. War ein bisschen fett getroffen, aber gut. Ich denke, ihr könnt das in der Kamera gut erkennen. Das ist ein Doppelgrün. Jedenfalls meine ich, das genau so gelesen zu haben. Wie gesagt, die Bahn ist 301 Meter lang, es geht bergauf. Ich habe jetzt noch 157 Meter. Der Abschlag war gerade ein bisschen fett. Ich nehme einfach wieder das Eisen 5. Warum mache ich das? Warum spiele ich keinen Driver, um hier näher in Position zu kommen? Ich kenne den Platz schlicht und ergreifend nicht. Das ist meine erste Runde hier auf diesem Platz. Sozusagen ein Blind Date, wenn man das so möchte. Aber ich kann euch das gleich mal zeigen. Im Hintergrund sieht man dann hier so richtig schön, das ist hier glaube ich alles noch Teutoburger Wald oder ist das schon Wiedengebirge? Nagelt mich nicht fest, ihr könnt jetzt mal googeln, Obernkirchen, ob das Teutoburger Wald ist oder Wiedengebirge. Vielleicht seid ihr da ein bisschen schlauer als ich. Ich bin halt nur Golfer. So, Ziel und Zweck ist jetzt, den Ball da oben hinzubringen. Das sind 157 Meter laut Anzeige. Und wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich nur den Ball wieder in eine Position bringen, wo ich im schlechtesten Fall mit dem Chipper arbeiten kann oder vielleicht sogar mit dem Putter. Der ist rechts. Und er ist im Bunker. Naja, da machen wir jetzt mit dem Oberkirchner Sand Bekanntschaft. Und mal schauen, wie der so drauf ist. So, wie ihr hier sehen könnt, das ist hier alles gut ausgeschildert. Auch guter Schutz für die Spieler. Und hier könnt ihr dann ja so ein bisschen auch die Anlage sehen. Das geht hier alles so ziemlich offen ineinander über. Aber wie gesagt, ja, sieht auf jeden Fall für mich auf dem ersten Blick gut aus. Und hier vorne, da seht ihr mein kleines Wunderwerk der Technik, wie es sich hier von alleine über die Bahn bewegt. So, hier haben wir uns jetzt natürlich nicht gerade die beste Position ausgesucht. Durch den Regen ist der Sand natürlich jetzt auch noch fest und etwas schwer. Wir haben eine kurzgesteckte Fahne und wir sind hier auch noch am Anfang des Bunkers, aber das sollte nicht stören. Also das ist jetzt hier so eine Geschichte für Profigolfer. Aber ihr wisst, der Kanal heißt der Hobbygolfer, nicht der Profigolfer. Und das hat auch seinen Grund. Aber jetzt, Bunker liegt mir, ich glaube an mich. Und dass ich hier jetzt einen guten Schlag mache. Einfach feste in den Sand runter. Trauen, Platz dahinter ist ja genug. Ah, das war nicht, ui, das war schlecht. Ja, feste Arme gehabt. Wir probieren es nochmal. Müssen wir deutlich tiefer in den Boden. Ui! Naja, dann können wir jetzt den Chipper einsetzen.
Ja, jetzt habt ihr ja gerade wieder gesehen, warum ich kein Handicap 14,9 habe inzwischen, wie ich es mir gewünscht hätte, so dass ich in die Richtung unterwegs bin, sondern stattdessen halt auf 20 festhänge. Weil, so, das war dann jetzt schon der vierte Schlag. Also hier müssen wir jetzt schon zaubern, um hier dann am Ende noch das Doppelbogey zu spielen. Ja, ist einfach schön. So, der Chipper ist hier nicht möglich, das ist zu weit. Ich nehme jetzt hier meinen Gap Wedge und möchte den Ball irgendwie auf dem Grün halten. Ja, Tucken zu lang, aber das war jetzt für mich hier auch schwer. Und das sind dann diese Löcher. Ihr seht mich jetzt, wie ich hier auftauche aus dieser kleinen Senke. Das sind dann halt diese Momente, wo ich dann weiß, warum ich eben halt Handicap 20 habe, weil ich baue pro Runde halt so 3 oder 4 oder 5 Triple Bogies leider ein. Und hier müssen wir jetzt damit auch zufrieden sein. Aber so ist Golf. Wir können ja daran arbeiten, dass es besser wird. Kleines bisschen zu lang. Ui, ui, ui. Ja, jetzt wird es dann sogar schon mit dem Triple Bogey schwierig. Also eine 8 hier am Bahn 2 wäre natürlich schlimm. Aber das habe ich mir halt mit dem Bunker auch schon von vornherein versaut. Das Grün ist nass, der Ball ist nass. Das sind doch die Bedingungen, die ich früher als Fußballer geliebt habe. Korti, die Blutgrätsche. So. Naja, das ist auch lange, lange her. So. Ja, natürlich. Dann wird es die 8. Ja, schlimm. Schrecklich. Ja, jetzt gebe ich euch dann von hier oben. Ich glaube, das ist so einer der höchsten Punkte wahrscheinlich auf dem Platz. Das Grün der Bahn 2. Da gebe ich euch jetzt mal einen kleinen Überblick. Und das ist wirklich, das Wetter hat sich jetzt auch sofort erholt. Dieser kleine Regenguss ist jetzt weg. Die Sonne scheint wieder. Ihr seht, es ist leicht bewölkt. Aber es ist alles wirklich, wirklich schön. Und ja. Wenn ich jetzt noch gut Golf spielen könnte, wäre es richtig schön. Na, jetzt konzentrieren wir uns. Jetzt kommt, glaube ich, das erste Par 3. 153 Meter sind das bis darunter. Ihr seht die Fahne da hinten. Ich denke mal, das spielt sich, obwohl heute ist es windig. Der Wind kommt ein bisschen von vorne. Es geht bergab. Ich nehme mir trotzdem nur ein Eisen 6. Bei 153 Meter, da ich den Platz nicht kenne und das dahinter anscheinend runter geht, bin ich doch hier dann lieber ein wenig kürzer, als dass ich zu lang bin. So, wollen wir mal schauen. Wie gesagt, Eisen 6 wird's. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen erholen von dem, was wir da jetzt gerade gemacht haben. Das war ja nun wirklich nicht schön. Aber wie gesagt, es passiert mir leider immer und immer wieder. Und ja, muss da dringend dran arbeiten, das abzustellen, weil wenn ich solche Sachen nicht machen würde, tja, dann könnte ich durchaus wahrscheinlich ganz anderes Golfspiel. Aber so ist das nun mal halt. Golf ist ja auch immer die Summe aus Fehlern, die man macht. Habe ich mal irgendwo gelesen. So, Par 3. Grünstreffen. Par 3, Grüntreffen. Das ist ganz wichtig. Wollen wir jetzt mal schauen, dass wir das hinbekommen. Oh, der ist leider links. Ja, der ist 10 Meter zu kurz, was jetzt gar nicht so schlimm ist. Und ist dann auch 10 Meter links wahrscheinlich. Das ist aber alles halb so schlimm. Ich suche jetzt mein rotes Tee. Ich suche immer meine Tees. Die verschwinden grundsätzlich. Keine Ahnung, die sind verschwindende Posten irgendwie gefühlt. Ich habe keine Ahnung warum. Ah, ja. So, wie ihr vielleicht ganz gut sehen könnt, von der grundsätzlichen Länge hat das sogar eigentlich gut geklappt. Das war vielleicht 2 Meter zu kurz. Er ist nur leider, ja, ich sag mal so 7, 8 Meter nach links gegangen. Da meine normalen Chips überhaupt nicht funktionieren, habe ich mir wirklich abgewöhnt zu chippen. Ich mache das dann hiermit, selbst aus dieser Entfernung, auch auf die Gefahr hin, dass das für den einen oder anderen von euch ein bisschen gruselig aussehen mag.
meistens klappt das wirklich ganz gut. Ja, war jetzt einen kleinen Tucken zu lang, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Aussicht hier auf den Bogi. Damit wäre ich auch zufrieden. Das ist okay. In der zweiten sind wir drauf. Ihr könnt das sehen, das steigt sehr stark hier an, hier oben. Wie gesagt, ich bin mit diesem Chip da zufrieden. Das ist für mich völlig in Ordnung mit dem Chipper. Und ja, jetzt geht es darum, der muss eine ganze Ecke nach rechts, weil das hängt komplett so rein. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt das auch so ein bisschen sehen. Auf der Kamera in der Position. Also ich sitze den jetzt wirklich bestimmt 1,5 Meter zu weit oben an, damit er runterbricht und dann zu euch reinläuft. Oh, komm rum. Ja, schwer. Der hält natürlich auch nicht an. Trotzdem war das aus der Position, fand ich, gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den reinbringen hier. Das Bogi möchte ich hier jetzt schon wirklich spielen. Also, so. Ja, sehr schön. Die 4, also 4, 8, 4 bisher. Also Fazit nach 3 Löchern. Loch 1, super Paar, spitze. Loch 2, der große Mantel des Schweigens wird gehüllt. Das war furchtbar. Und jetzt die 3. Ja, ein Bogi. Ist okay. Weiter geht's. Die Bahn 4. Ein Par 5. Das erste Par 5 dieses Platzes mit 453 Metern. Und es geht bergauf. Das heißt, hier ist dann der Driver wirklich nötig. Sonst wird diese Bahn hier zu lang. Ich würde sagen, so von der Zielorientierung, da oben sind diese zwei Bäume. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da, ja, müsstet ihr eigentlich sehen können, da sind zwei Bäume und so rechts, wenn man auf der Seite dann so ein bisschen rechts davon bleibt, dann glaube ich, liegt der Ball da ganz gut. Und das wollen wir jetzt auch mal so angehen und machen. Boah, ist der schlecht. Ja, der liegt da am Hang, das ist natürlich nicht so wirklich schön. So, das war jetzt hier natürlich nicht so schön. Wir sind jetzt praktisch hinten in der Verlängerung zum dritten Grün. Ich vergewissere mich nochmal, ob hier jemand ist, aber nein. Ich bin wirklich ganz alleine. Ich kann den jetzt hier so quer rüber spielen. Jetzt geht es nur darum, ein Layup zu spielen und wieder in Position zu kommen. Nicht mehr und nicht weniger. Hier ist eine kleine Biene oder sowas. Na komm, verschwinde. Ich bin Tierfreund und möchte natürlich so einem lieben hier nichts tun hier, und wenn ich da jetzt drauf schlage, hat die keine guten Chancen. Ja, perfekt. Der liegt jetzt mit der Fairway. Gut, gut gerettet, alles in Ordnung. Aber hier darf er halt nicht hin. Ne? So, das sieht hier so ein bisschen so aus, als ob das mal die alten Abschläge waren, und vielleicht war das irgendwann mal ja kein Par 5, sondern ein Par 4 oder ein ganz langes Par 3, aber das glaube ich eher nicht. So, der Ball liegt jetzt hier. Wie gesagt, er ist jetzt ganz gut abgelegt. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Position auch hier, um hier weiter zu spielen. Aber das war den dritten. Ich nehme dazu jetzt wieder nur ein Eisen 6. Ich möchte gucken, dass ich so 140 Meter gegen den Hang vielleicht mache. Und da wäre es dann schon ganz schön. Dann hätten wir noch 80, 90 Meter, das ist eine gute Distanz in den Hang rein, aber dazu muss er jetzt geradeaus. Der war ein bisschen flach getroffen, macht aber das, was ich mir vorgestellt habe. Also es ist jetzt optisch sicherlich nicht der schönste Schlag gewesen, aber wie gesagt, dann habe ich hier unten irgendwo getroffen. Nichtsdestotrotz, er ist mit der Fairway, es ist alles in Ordnung. Also wie gesagt, ich bin ja nicht Rory McIlroy. Und es muss auch nicht jeder Schlag aussehen wie aus dem Lehrbuch. Ja, das Eisen 6 in den Hang gespielt. Und jetzt wollen wir mal gucken, von 220 Meter sind übrig geblieben. 73. Ja, das sind 150 Meter in den Hang rein mit dem
Eisen 6, ja, ich würde sagen, das kann sich sehen lassen, das ist okay. So, 73 Meter, ich habe jetzt meinen Gap-Wedge wieder in der Hand und möchte den natürlich hoch an die Fahne spielen. Der Ball steckt oben, das, auch das haben sie hier sehr gut gemacht. Am Teehäuschen der 1 steht Ball oben an Fahne, dass die Fahne lang im Grün steht. Auf der Mitte logisch mittig und unten heißt kurz. Ja, der dürfte oben drauf sein. Ich glaube, das ist gut. Wir sind mit dem vierten vermutlich gleich so 3-4 Meter an der Fahne, nach dem verunglückten Abschlag dort rechts und dem Layup und dem Eisen 6 hier hin, jetzt mit dem Gap Wedge mit dem vierten drauf. Es ist ein paar 5 und unter Umständen, ich schätze mal, das sind 5 Meter, keine Ahnung, könnte man sagen, es ist ein paar Putt oder irgendwie eine Chance, ist es ja immer. Wir schauen mal, wie es wirklich aussieht. Ja, ihr kennt meine Devise, Pitchmarken werden immer ausgebessert und wenn ich welche von anderen finde, die ihre nicht wegmachen, na logisch, dann machen wir die auch noch mit weg. So, wir haben es tatsächlich geschafft, hier aufs obere Plateau zu kommen. Das ist zweistufig hier, dieses Grün. Ich bin damit sehr, sehr grün, also wirklich, wirklich happy mit dem Schlag. Wir sind jetzt so schätzungsweise 3-4 Meter hinter der Fahne. Das Grün hängt ein bisschen, das heißt, wir spielen den Ball etwas links an, um ihn dann so ein bisschen reinkippen zu lassen. Das ist jetzt der Putt theoretisch zum Par auf diesem Par 5. Auch praktisch übrigens. Nein, das ist dann zu wenig, beziehungsweise er war zu langsam gespielt, dass er lang genug auf der Linie bleibt, aber spiele ich den noch doller, dann ist er ja deutlich, deutlich, deutlich raus. Von daher ist das alles in Ordnung. Ja, die Fahne hängt ein bisschen schief. Ja, zur 6, das ist das Bogey. Also das ist dann immer das, wo ich sage, das ist völlig in Ordnung, wenn ich Bogies spiele, ist das alles gut. Ich darf eben halt nur die Bahn 2, so eine 8 auf der 4, das knallt mir dann halt immer den Score auseinander. Der Rest war mit Paar Bogie Bogie völlig in Ordnung. Weiter dranbleiben, Paar spielen und das Triple Bogie ausgleichen, oder Quadruple oder wie das heißt. So, die Bahn 5 ist ein Paar 4 mit 258 Meter. Ich würde mal sagen, wir sind hier mit einem Eisen 6 ziemlich gut bedient, denn 145 Meter ist so unten die Ecke, wo es dann nach links weggeht, weil das ist wie so ein kleines Dogleg hier, hat so einen kleinen Bogen. Und mir gehen langsam meine kleinen roten Tees hier aus. Das ist eine Katastrophe. Aber da ist noch eins. Ich habe noch welche in petto. So, hier geht es jetzt auch wieder nur darum, mit einem ruhigen Schlag, Schwung, den Ball unten zu platzieren. Mehr ist hier nicht zu tun. Also keine Heldentaten, keine gesonderte Länge. Also ihr seht da hinten, glaube ich, dieses Häuschen da auf der rechten Seite, beziehungsweise geradeaus hinter den Bäumen das Haus. Das wäre so die Ecke, wo ich den Ball gerne hinspielen möchte. Und ja, also. Ja, der müsste dahinter auf jeden Fall liegen. Der Wald ist nicht so lang. Wir schauen. Ich gehe davon aus, dass er liegt. So. Ja, der Ball wurde dann hier von den Bäumen irgendwie ausgespuckt. Habe ich Glück gehabt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den dran bringen. Oh ja, oh ja, das ist gut. Ja, sieht gut aus, haben wir gut gemacht. Ja, die Fahne ist hier ein bisschen windschief. Und mal gucken, ob wir das reparieren können. Oder, ja, das können wir.
Da hat der Spieler vor mir die Fahne nicht richtig reingesteckt, so wie es aussieht. So, wollen wir hier mal gucken, vielleicht können wir ja jetzt hier mit einem Paar ein bisschen was retten. Jetzt haben wir natürlich echt Glück gehabt, dass der Ball da, ich habe den erst gesucht, weiter länger, hatte den da gar nicht gesehen hinter dem Baum von meiner Position, als ich da vorbeilief. Alles gut. Oh, Birdie. Ja, sehr schön. Ja, die Bahnen 5 und 6, die liegen so ein bisschen außerhalb des eigentlichen Platzes. Das ist hier so ein kleines Extra-Areal. Und ja, das ist hier einfach so, glaube ich, so ein umgebauter kleiner Hang. Aber das ist richtig schön gemacht. Toll, das T6 nennt sich der Kummerhügel. Und der Kummerhügel ist auch relativ kurz. Für ein Paar 4 auch nur 240 Meter. Also das sind hier so zwei Bahnen, wo man vielleicht mal was reparieren kann. Aber natürlich, Ziel ist es dann immer, auf der Bahn zu bleiben. Ich habe mein Eisen 5 in der Hand. Und wir wollen einfach nur geradeaus schlagen. Der Kummerhügel, da ist er. Ja, aber der dürfte lang genug sein. Nach dem Birdie, wie das immer so ist, hat der Kummerhügel hier meinen Ball gefressen. Und hier ist Wasser gesteckt, das heißt kein provisorischer Ball möglich. Und jetzt geht es darum, dann den dritten Schlag drauf zu bringen. Ja, der ist drauf, denke ich, ein bisschen rechts, aber ist gut, alles okay. So, und es fängt wieder an zu regnen so ein bisschen. Aber das stört uns jetzt mal hier gerade nicht. Wir müssen da durch. Ist halt Sommer, es ist ja trotzdem warm. Ups, halt an, halt an. So, ja, das war der vierte. Alles gut. Ja, nachdem die 6 uns jetzt gerade das Doppelbogie beschert hat, sind wir jetzt auf der 7 und wieder auf dem Platz zurück. Das ist hier so ein Doppelabschlag. Die 18 schlägt nach rechts runter ins Tal und die 7 schlägt auf ein 186 Meter entferntes Par 3. Naja, das wollen wir uns dann jetzt mal anschauen, wie das wird. Bin gespannt. Ich nehme mein Eisen 4 und beten wir dafür, dass es geradeaus fliegt. Er muss zwischen diesen kleinen, ihr seht das, zwischen diesen beiden Bäumen da irgendwie durch. Also das ist dann schon anspruchsvoll. Der geht's mal hier oben. Aber so wollen wir es ja auch haben. Es ist ein, geht halt rauf und runter hier. Der Platz ist halt so stark in den Hang reingebaut. Schon cool. Gut gemacht. Oh, der ist rechts. Ah, der liegt da im Hang. Das ist jetzt hier auf der Bahn scheinbar nicht so schlimm. Ah ja, ja, es ist halt, ich habe keine Schlägerbadkontrolle. Da seht ihr das. Das ist dann doch ganz häufig scheußlich. Hier werde ich jetzt mal etwas versuchen, nämlich mit dem 56 Grad Wedge über die Bäume zu spielen. Wobei das Quatsch ist, mache ich natürlich nicht. Ich wäre total bescheuert. Wir nehmen Eisen 6 und
spielen den unten zwischen den beiden Bäumen durch. Das andere wäre eher so die Trickshot-Variante gewesen. Also ich möchte ihn jetzt wirklich nur hier so durchstoßen. Ich hoffe, es gelingt mir halbwegs. Ja. Jetzt rollt er mir da runter, da sollte er auch gar nicht hin. Ja, herrlich, herrlich. So, ja, das ist dann schon hier ein anspruchsvolles Par 3, 186 Meter. Und das Grün ist auch noch echt klein und stark onduliert. Schon schwer. Also cool, aber auf jeden Fall. So, ist wieder Chipping Time hier. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das nehmen wir so. Das war allerdings schon der dritte. Wenn alles normal läuft, werden wir hier wohl wieder das Doppelbogi kassieren. Aber wir probieren natürlich das Bogi zu spielen, logischerweise. Alles andere wäre ja Quatsch. So, mal gucken, was mein Callaway Supersoft so macht hier jetzt auf dem kleinen Grün. Das geht jetzt doch wieder stark so runter. Auf der Linie zu kurz, das ist schade. Zu fünf. So, nun befinden wir uns hier am Abschlag der 8. Und ja, zur rechten Seite haben wir dann die Driving Range hier. Die Bahn 8 ist 307 Meter lang, es geht bergab. Bei 220 Meter sind Bunker, das heißt, wir probieren wieder unser Eisen 4. Vielleicht klappt es diesmal ein bisschen besser. Da ist ja Platz auf der linken Seite, also von daher können wir das ruhig mal riskieren hier, würde ich sagen. Es ist generell kein Platz, bei dem man unbedingt den Driver braucht. Also jedenfalls bisher höchstens auf dem Par 5. Ansonsten ist das hier eher ein Eisenplatz bisher. Mal gucken, wie sich das in den weiteren Löchern zeigt. Alter Schwede, wo ist der denn? Meine Herren, ist das schlecht. Ja, ihr habt es gerade gesehen, ich habe mich beeilt, weil ich natürlich über die andere Bahn musste und da kamen drei Herren und dem wollte ich natürlich nicht im Wege stehen. Und wollte auch meine Peinlichkeit schnell ausbügeln. Habe jetzt den zweiten hier abgelegt und habe jetzt noch 106 Meter für den dritten Schlag aufs Grün. Es geht wieder mal bergab. Das ist ja irgendwie gefühlt hier Standard, bergauf, bergab. So, einen ruhigen Schwung jetzt dann einfach darunter. Ja, der ist drauf, alles okay, im dritten drauf, es ist Minimalziel, würde ich sagen. Ja, ihr könnt es euch fast denken, es regnet wieder. Natürlich, was auch sonst. So, hier stand gestern das Loch wahrscheinlich und hier ist meine Pitchmarke. Also, ich hätte ihn fast reingemacht, wenn man das so will. Ja. Aber heute steht die Fahne 8 Meter weiter. Also, müssen wir jetzt gucken, dass wir den vierten in Position bringen, um das mal wieder an Bogi zu spielen. Das wird ja Zeit von den zwei Doppelbogis hintereinander. Gibt mir ein bisschen weg. Länger hat gut gepasst. Okay, das war jetzt dann der vierte. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir den fünften reinkriegen. So, der muss jetzt rein. Das sind jetzt so gut anderthalb Meter zum Bogi. Wir wollen mal wieder einen Bogi spielen. Los. Konzentration.
Nein, der war doch schon fast drin. Ah, schade, zur 6. Ja, dreimal Doppelbogey. Uff. Ja, ist nicht so das, was ich wohl gerne möchte. Ja, T9, auch wieder kurz, 273 Meter, also die Bahnen sind nicht unbedingt lang. Der Platz ist aber anspruchsvoll, weil er sehr häufig rauf und runter geht. Und sehr viel auch hängt in alle Richtungen. Ich nehme jetzt hier nur ein Eisen 7, um da oben irgendwo so auf den Berg zu kommen. Das sind laut der Anzeige 168 Meter. Da oben ist irgendwie so ein Teich. Also ich versuche den jetzt wirklich nur da oben locker abzulegen. So auf 140 Meter mit dem Eisen 7 irgendwie. Genau dahin soll er, das war genau richtig. Ja, perfekt, der liegt jetzt genau da, Mitte Fairway, es geht noch so weiter. Von daher, das war jetzt gut. Endlich mal wieder etwas geklappt. So, jetzt sind wir hier auf Bahn 9. Der erste Schlag ist da gelandet, wo ich ihn hinhaben wollte. Und die Fahne ist jetzt 157 Meter entfernt. Das liegt in so einem Windschatten. Ich nehme das 6er Eisen und ja, hoffe, dass das vernünftig klappt. Ja, alles gut. Der rollt gut rein, der liegt im Vorgrün, bin ich zufrieden. Alles in Ordnung. War so ein gefühlter blinder Schlag, so ein bisschen. Aber dafür war es okay. So, und hier tut sich dann eine kleine Wasserlandschaft auf, die man von hinten so nicht sehen konnte. Nichtsdestotrotz, ja, schön gemacht. Und da vorne liegt mein Ball im Vorgrün. Eine gute Chance, hier zumindest mal wieder einen Bogey zu spielen. So, ich gehe davon aus, ihr könnt es euch schon fast denken, was jetzt kommt. Natürlich, den Ball werde ich aus der Position mit meinem Chipper spielen, ist doch ganz klar. Dafür ist er ja da. So. Ja, wenn ich das Grün besser lesen könnte, hätte ich auch gesehen, dass das nach da wegfällt, dann hätte ich ihn etwas weiter rechts angehalten. Aber das ist okay. Das Grün hier steigt stärker an, als ich das von da hinten gesehen habe. Aber das ist immer so, wenn man so einen Platz, ich sag mal, Blind Date mäßig spielt. Von da hinten war nicht zu sehen, dass das richtig steil rauf geht. Hätte ich viel doller spielen können noch. Aber alles gut, bin zufrieden mit dem Schlag. Das hat gepasst. Ja, das sollte das Bogey sein. Das war der 4. Jetzt machen wir den 5. Ja, da haben wir das Bogey mal wieder gespielt. Hier war sicherlich mehr drin. Wenn ich den Platz hier das zweite Mal spielen würde, dann würde ich auch sagen, hier ist definitiv mehr drin. So, liebe Freunde, die ersten 9 Löcher liegen hinter uns. 47 Schläge sind es geworden. Das ist jetzt nicht wirklich berauschend. Ihr habt es ja selbst auch gesehen. Ja. Ich habe halt keine wirkliche Kontrolle über die Schlagfläche und deswegen sind die mal links und mal rechts. Ja, mir gehen da im Moment auch so ein bisschen die Ideen aus. Das ist auch das, warum ich bei 20 hängen bleibe. Ich habe zwischendurch immer tolle Schläge und dann kommen dann wieder solche, ja, Spezialschläge, nenne ich es mal.